So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Pre-Release Challenge Zeit. Ihr seht schon, wie jedes Mal zum Pre-Release machen wir ein Pre-Release-Kit auf und schauen mit anderen Content-Creatern, wer denn den größten Value rausgezogen hat. Und dieses Mal hoffe ich mal nicht der Letzte zu sein. Also vom Value her. Und ja, gucken wir mal, die Leute stehen unten in der Beschreibung. Wir machen dieses Mal ein bisschen was Besonderes. Wir machen Ursa gegen Mishra. Aktuell, weiß ich, liegt Team Ursa, mein Team, das bessere Team, weit, weit hinten abgeschlagen, weil Mishra irgendwie aus irgendeinem Grund mehr gönnt. Und ja, wie immer bei diesen Pre-Release-Kits, wir machen das mal auf, gucken uns das kurz an. Ich gehe bei den Boostern nur über die Rares drüber, über die Promos drüber. Und am Ende seht ihr, wie viel das Ganze wert war. Nick. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin gerade auch live im Fischkrieg. Oh mein Gott, das ist ein geiler Büffel. Mein Gott, der ist richtig hübsch. Schön mit Lila. Genau, aktuell ist live im Fischkrieg. Eigentlich bin ich als Judge eingeteilt. Das heißt, es kann sein, ich zwischendurch mal ganz kurz pausiere und ihr ein ganz lautes Judge hört. Aber heute geht's tatsächlich. Wir haben eigentlich genug Judges oben. Unsere Promo zuallererst. Auge von Gaia. Erzeugt Mana-Kombinationen. Kreaturenkarten wirken, Kreaturenzauberstärke um Stärke 5 oder mehr wirkt. Es wirkt für mich wie eine Commander-Karte. Bin ehrlich, es wirkt für mich wie eine Commander-Karte. Und den Stempel hier, den sieht man fast gar nicht. Krass. Hier ist ein Arena-Code. Wenn ihr haben wollt, könnt ihr den Arena-Code benutzen. Und wenn ihr ihn abschaltet, Schande über euch. Gucken wir uns die Booster an, die wir haben. 6 Stück. Und wir müssen auf jeden Fall was raushauen fürs Team. Wie gesagt, unten guckt bei den anderen mal rein. Das ist, also dieses Mal ist es, steht mehr am Spiel wie sonst, weil man halt zusammenzählt. Und vielleicht der Einzelgewinner oder die Einzelgewinnerin nicht unbedingt das ganze Team gewinnt. Was ein bisschen krass ist. So, wir haben hier so ein bisschen, den habe ich auch schon gespielt. Der Kraftstoff-Ingenieur ist ganz cool. Ich lese hier übrigens immer eine Burger-Klaue statt eine Bagger-Klaue. Hunderschlag, Klinge, die ist auch richtig cool. Nebel des Krieges, statisches Netz, auch eine sehr gute Karte. Okay, dann haben wir mechanisierte Kriegsführung. 3 Mana, falls eine rote Quelle oder eine Faktquelle, die du kontrollierst, mit einer bleibenden Karte Schaden zufügt, Spiegel so viel ist ein plus 1 zu. Hey, nicht so geil. Und ein Elfenbeinturm. Auch nicht so geil. Und eine Foil. Wie immer zählen Foils, Rares und Mythics. Das heißt, wenn in diesem Artefakt-Slot irgendwie eine Rare drin ist, dann zählt das auch. So zählt das nicht. 0-0 Konstrukt kriegt für jedes Artefakt besonders 1. Wie teuer diese Token waren, als Ursas Saga rauskommen. Jetzt sind die mittlerweile überall drin. Ist lächerlich. Gucken wir weiter. Booster. Das sind immer noch Draft-Booster. Ich muss sagen, wir haben es mal ein bisschen getestet, auch mit Set-Boostern. Und Set-Booster sind auch richtig cool dafür. Also man könnte auch mal eine Mischung machen aus. Das ist ein Riesenwuchs. Die Karte gibt es immer noch. Man könnte mal eine Mischung machen aus, naja, Set-Booster und Draft-Booster, meiner Meinung nach. Aber okay. Dann haben wir. Da von den Grünen. Der wird tatsächlich gespielt. Und auch gar nicht mehr so doll. Harbin, Pilot der Vorhut. Tatsächlich einer meiner Top-Picks aus dem Radio Ravnica-Podcast für dieses Set, weil ich diese Karte so cool finde. Und wenn ich Soldier spielen würde, würde ich den auf jeden Fall mit reinnehmen. Weil plus 1 zur Flugfähigkeit für alle Kreaturen, nur wenn man 5 Soldier angreift, das ist schon ziemlich gut. Inneres Auge. Okay. Token. Sonst nix. Weiter. Gucken wir mal, bisher sieht es nicht so geil aus. Aber das kann sich ja noch ändern. Das ist gerade bei dem Set hier, hat es ein paar richtig coole Hits. Int fabrizieren, auch sehr cool. Und Belagerungsveteranen. Dramana 2-2 zu Beginn des Zuges legen +1/+1 Mark auf eine Kreatur, die du kontrollierst. Immer wenn nicht Spielsteinsoldat, den du kontrollierst, stirbst, kriegst du einen 1-1 farblosen Spielzeugsoldat. Spielstein, nicht Spielzeug. Okay. Selbstmonitorer. Ich kenne nicht mal die Karte. Montagearbeiter, okay. Und ein 1-1 Soldat. Ja, ich bin. Bisher bin ich ziemlich unterwältigt. Und wir sind halt schon bei Booster 4. Oh mein Gott. Ich renne ein bisschen durch. Es tut mir leid dafür. Ich habe im Fischkrieg leider aktuell nur eine ISD-Karte, die genau 10 Minuten läuft. Deswegen wird das Video auch kürzer als 10 Minuten sein. Und eine Trantspinne. 3 Mana, 2-4 Reichweite. Wenn das Spiel kommt, kriegst du in der Gegner jeweils einen Kraftstein. 7 Mana, obersten 4 Karten angucken, eine Artefaktkarte von offen vorzeigen auf die Hand nehmen. Das ist gar nicht mal so kacke. Also gerade für Commander, Artefakt-Commander oder so, ist bestimmt gar nicht mal so schlecht. Dann ein Ornithopter. Oh mein Gott, ich brauche mehr von diesen Ornithoptern. Ornithopter, Legacy Staple, beste Karte. Kraftstein, gib ihm. So, dann.
fünftes. Also bisher würde ich den Value ungefähr einschätzen, so auf 1 Euro. Dementsprechend mal gucken. Aber das ist man ja bei mir gewohnt. Ich bin ja entweder Letzter oder Erster. Und vielleicht mal gucken, was das hier gibt. Wir haben einen Drafner, Begründer von Latnam. 2 Mana 2-1, mit 2 Mana bringt man ein Artefakt zurück auf die Hand. Für 3 Mana kopiert man einen Artefakt-Zauber. Wichtig an dieser Stelle, Artefakt-Zauber bedeutet in dem Moment, wo er gecastet wird. Das ist nicht, das ist im Spiel ein Artefakt-Zauber. Dann ist es ein Artefakt-Permanentes, sondern beim Spielen des Zaubers. Dann habe ich einen Schlüssel der Stadt. Auch nicht so geil, aber ich kann ihn dazu zählen, weil er eine Rare ist. Eine mittelmäßig hübsche Insel. Ich bin kein Fan von diesen komischen Roboter-Dingern. Dann, letztes Booster. Komm schon. Irgendwas Cooles. Es muss doch. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das retten soll. Ob es überhaupt eine Karte gibt, die das retten kann. Also, mal gucken. Dinger in Foil. Artefakt-Dinger in Foil wären super. Erdboden, Kraftpanzer ist ganz witzig. Muriel, Schild von Argivia, keine Ahnung. 4 Mana, 3-4, während deines Zuges kann der Gegner keine Zaubersprüche wirken. Oder mit Fähigkeiten von Artefakten, Kreaturen und Verzauberungen aktivieren. Nicht schlecht. Immer wenn die angreift, erzeugen wir x11 farblose Soldaten, nur bei x der Anzahl an Soldaten ist. Also selber mindestens ein. Okay, not that bad. Und ein Mühlstein. Oh mein Gott, Mühlstein. Und okay. ich habe noch Geld gezogen. Mama, ich habe Geld gezogen. Saheli, Meisterin des Filigranen, Planeswalker, 4 Mana, 3 Marken rein, +1, Hellsicht 1 und ein ungetapptes Artefakt, was wir kontrollieren, können wir tappen, falls wir das tun, ziehen wir eine Karte. -2 kriegen wir Top da, -4 kriegen wir ein Emblem mit Artefaktkreaturen. Die kriegen dann +1/+1 und Artefaktkreaturen, die du wirkst, kosten dann 1 Mana weniger. Nett. Okay, ich habe zumindest Geld. Ich hoffe, mein Team ist besser wie ich. Guckt in den Kommentaren nach. Tschüss.